Ding ist, so, wir laufen hier überall rum, ist ganz entspannt so, aber man hat immer so ein bisschen Angst, dass man morgen im Knast steckt. Moin, Sam. Ja, hallo. Schaut mal, was wir hier gefunden haben. Wir sind hier gerade aus dem Hotel rausgekommen. Und was finden wir? Was ist das? Eine Surfstation oder was ist das? Ist auch, ne? Eine Surfstation aus Stroh. Wir haben hier Anfängerbretter, hier ist ein JP-Brett so. Wenn man dann was halb kaputt ist, aber muss man dazu sagen. Ja, Finnkasten ausgebrochen, ne? Sieht alles aus, als wäre es 100 Jahre lang nicht benutzt worden. 10 Euro, Surfen versuchen. 2 Surf, 10 Euro. Ja, geil. Wenn wir hier ein großes Segel irgendwie auftreiben könnten, würden wir es auf jeden Fall probieren. Wir bräuchten halt ein bisschen Wind, ne? Das ist das Rote Meer. Wir sind am Roten Meer. An der Ostküste Ägyptens. Gut, ja. So, Leute, wir haben jetzt hier die nächste Surfstation gerade gefunden. Und wir haben nämlich einen Plan. Wollen wir kurz den Plan erzählen, den wir haben? Ja, naja, den... Willst du ihn erzählen oder soll ich? Okay, und zwar haben wir ja diesen YouTube-Kanal hier am Start. Und wir wollen da hingehen und die fragen, ob die uns sponsern, wenn wir ein paar Videos von deren Station drehen, so, wisst ihr? Also wir wollen uns quasi gratis Material harzen, um es zusammenzufassen. Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt versuchen oder morgen. Wir sehen jetzt gerade ein bisschen unprofessionell aus, so insgesamt. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. So klein. Ich kann runterkommen. Wenn du nicht hochkommst. So Leute, wir sind jetzt an der Station. Der Plan ist folgender. Ne? Ich laufe jetzt einfach rum und erzähle so ein bisschen was über die Bretter. Und vielleicht werden die dann da drin aufmerksam auf das, was wir hier treiben. Ja, hoffentlich sehen die das im Nachhinein dann nicht, was für perfide Pläne wir hier spielen. Aber zieht euch das mal rein. Das ist eigentlich ganz geil. So, wir sind halt. Ich glaube echt, dass niemand hier da ist, aber. Meinst du, da ist jemand da? Nee, ich glaube nicht. Aber lass einfach mal gucken. Oh, so ist geiles Material, jetzt mal ernsthaft, ne? Ja, sag ich doch, das sieht geil aus. So, okay, geil, das ist eine JP hier Peitstation anscheinend. Leider keine Ahnung. Hier ist ein Nasaneo, vielleicht ist doch jemand da. Okay, hier ist bestimmt jemand da. Wollen wir einfach mal gucken? Laufen wir einmal komplett rum. Hallo. Ah, da ist jemand. Jetzt ist die Frage, liebe Leute, ob wir ihn jetzt einfach fragen. Wir kommen von der anderen Seite, wie normale Menschen. Ja, vielleicht nicht durch die Hintertür. Ist schlimm. Aber Leute, jetzt mal rein theoretisch, ne? Wenn man jetzt Bock hätte, ne? Und kriminell wäre, dann könnte man die Station jetzt einfach leer räumen, ne? Ja, das ist halt aber Windsurfing. Ja. Ist doch immer so. Naja, aber guck mal. Macht halt keiner. Weißt du was? Leute, ich glaube, wir müssen uns einen genaueren Plan ausdenken, erst bevor wir fahren. Okay. Oder? Denk mal nach, Herr Kümpel. Soll ich jetzt nachdenken? Mhm. Also ich gehe hin. Wir labern doch jetzt einfach über hier das krasse Material und du haust richtig viele Facts raus. Also ich frag den jetzt. Oh, geiler Song. Okay, wir versuchen es einfach. Okay, Leute, ich habe ihn jetzt gerade gefragt, ob er dabei ist. Und er ist dabei und ja. Would you like to introduce your station like? To show my fans what you're doing here and... Yeah, we do here like windsurfing lesson and kite course and we have stand-up paddle also. Alright. And for kiting we teach here in the sea. Okay. In the sea, and then we have a cabrina kite. Okay. And GB board, windsurfing here. Very nice, yeah. Yes. You want to show us some of your gear? What yeah, you're you can renting? Okay. Yeah, you can show gonna, us if you want. Yeah, super cool. Nice, der hat da richtig Bock drauf, Leute. Mega nice, haben einfach gefragt, hat geklappt. Sehr schön. Tschüss. From there you go into the water. Yeah. Super geil, Leute. Ich weiß nicht, ob es alle verstanden haben, aber hier geht man so rein mit dem Zeug. Mega geil. Mega entspannt. Oh, naja. Wir hoffen echt, dass noch Wind kommt. Ja. This is the equipment for stand-up paddle. Stand-up paddle? So you have freestyle? Orange. Freestyle wave. Freestyle wave? Yeah, but the pro freestyle I don't have. Okay. Because this is in other school. Yeah, sure, yeah. Yeah, but... You also have slalom gear? Yeah. You have slalom gear? Yeah, we have, but it's also not here. All right. Slalom, yeah. So you have kind of something of everything? Yeah. No, I meant this board, it's like... Ah, this one. Yeah, this is a long time ago here, you know, with Tommy, yeah. And that one? Shark? That's a chair, yeah. For the security. Yeah. Super nice, yeah. Ah, it's a seat, oh. Yeah, oh, you. Now I got it. Yeah. Just here, this is the set. The freestyle set, yeah. And here also freeride set. Yeah. Seven and seven helicopter.
So these are all like 2017 or 16? 17. And this is like for the beginners. Yeah. So you do also beginner course. So thank you. Welcome. Man, we see each other. Okay. Warm geworden ist direkt. Ja. So Leute, wir müssen zugeben, wir sind jetzt noch nicht ganz sicher, ob er verstanden hat, was wir wollen. Nämlich keinen einzigen Cent bezahlt fürs Material. Das hast du gleich ganz am Anfang rausgehauen und das wirkt halt komisch. Ich weiß nicht, ob er das direkt so... Ja, aber der wird das doch verstanden haben, oder? Das sind hier normale Wohnungen. Auf jeden Fall, was wir noch sagen wollten, der Typ ist dann doch recht warm geworden. Ja. Hat alles gezeigt. Er hat ein bisschen leise gesprochen so. Aber mal gucken, ob das klappt. Schaut euch mal hier die Wolle an. Ey, aber Digga, wenn es nicht klappt, dann gehen wir trotzdem mal eine Runde Kappen und ja, so ein Zeug. Natürlich. Nee, der wird das schon verstanden haben. Und wenn er so jetzt tut, als ob er es nicht verstanden hätte, dann tun wir so, als ob wir schon irgendwie, wir haben schon einen Hollywood-Film produziert für ihn. Und what the fuck, man? I don't understand. I thought we had an agreement. Ja, ist ein bisschen übertrieben mit One of the Best Wing Surfaces. Ey, Leute, Platz 29 DWC oder was? Ja, wohl One of the Best. Spaß, nicht so ernst nehmen, man. Die ganzen DWC-Fahrer heult nicht rum. Konrad, willst du kurz flexen? Kurz Bizeps anspannen. Warte! Mach mal den Mund auf. Das Ding ist, so wir laufen hier überall rum, ist ganz entspannt so, aber man hat immer so ein bisschen Angst, dass man morgen im Knast steckt. Nein. Weil wir wissen ja, vielleicht sind wir auf Privatgelände, Landfriedensbruch, Hand ab. Ja. Also ich weiß nicht, wie das Strafrecht hier so läuft, aber... Das stimmt schon, das ist halt komplett... Guck mal. Das ist halt nicht Europa. Ja, also wenn wir schon hier sind, müssen wir jetzt auch... Ja, ich wäre in die Lobby gegangen, aber nicht in so einen engen Gang. Wieso, da können wir rauflaufen, ne? Schaut euch das mal an. Das ist halt nicht mal fertig gebaut. Oder? Das sieht doch nagelneu aus. Ja. Security hat uns reingelassen, also können wir, wir haben gesagt, wir laufen hier rum, wir haben nicht gesagt, wohin wir laufen. Wir haben gesagt, we just wanna have a walk. Also ich muss sagen, es ist schon ziemlich aufregend. Das ist gruselig, ne? Alter, krass. Guck mal, ist das neu oder ist das brachliegend? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, also... Warte mal, ein bisschen schnell machen, nicht, dass jemand kommt. Oh, Alter. Ist das nie in Betrieb gegangen oder... Ja, aber ich meine, es ist halt nicht mal verputzt, ne? Da kommt jemand. Machen wir, da brennt Licht, ne? Das ist einfach total komisch. Holy fuck. Holy shit. Warum brennt da Licht? Da ist einfach ein Bad und da brennt Licht. Ja, da ist wahrscheinlich irgendjemand drin, der hat wahrscheinlich auch gepfiffen. So, schaut euch mal das Gebirge an. Das Flugzeug ist einfach komplett still, weil der Wind von hinten kommt. Sieht das nicht krass aus? Weil auch du stehst auch in einem krassen Licht. Oh, Leute. Ich weiß nicht, ob ich den letzten Teil gefilmt habe. Aber ich habe gesagt... Da ist eine Katze. Hat die Katze vielleicht gepfiffen? Ich habe gesagt, ich finde, dass der Teil im Urlaub... um 1 Million% im Wert steigert. Ja. Weil dieses scheiß Touri-Paradies so langweilig ist. Es ist einfach, du bist eingesperrt in so einem Touri-Ding. Ne? Ja, ne, ist wirklich so. Und so da sind die ganzen Leute und machen nichts. Ja. Es ist deren gutes Recht, aber wir wollen halt was erleben und haben das erste Mal so ein Touri-Ding. Ey, wir haben aber auch nichts gegen dieses Touri-Ding an sich, haben wir vorhin festgestellt. Ja, es ist entspannt. Wenn du halt... Also es ist entspannter zu leben, aber man braucht ja noch ein bisschen mehr, man braucht ja, man muss ja noch was sehen. Wie auf jeden Fall so, oder? Wenn du einfach eine Sonne haben willst und ja, okay, entspannt. Das kann ich nicht, das verstehe ich nicht, aber das ist ja jedem sein. Ich bin ja nicht unbedingt hier, aber bei uns ergibt sich halt immer sowas, weil wir halt abenteuerlustig sind, ne? Ja, Leute, Konrads Freundin ist etwas... Ja... Naja,
Wir waren eine Stunde unterwegs, 763 Nachrichten. Konrad, was sagst du dazu? Na, wie gesagt, also ich sag immer, alte Weisheit von mir ist, wenn du länger als 2 Stunden weg bist und unter 1000 Nachrichten von deiner Freundin hast, dann bist du safe dabei.